So. Dann schauen wir mal. Finlay. Lass uns nach Treles gehen. Mit Vergnügen. Hau rein. Los, Tyler. Beweg deinen Arsch. Lass den Kerl bloß nicht hier. Ja, hab schon gehört. Was? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich nehme den mal mit. Komm mit. Dann wollen wir mal. Hör bloß auf mit der So, wir gehen mal in Position da unten. Das gibt ja bestimmt auch noch mal ein paar Rufpunkte. Und dann werden wir Finlay umnieten, würde ich sagen. Da können wir nämlich noch ein paar Leute abziehen aus Nemora und können das hier Schritt für Schritt machen dann später. Und haben nicht so viele auf einmal gleich am Eingang. Das ist, denke ich, ganz gut. Dann können wir jetzt erst noch ein paar Punkte dafür machen und kriegen dazu noch eine kleine Erleichterung dann im Kampf gegen Nemora später. So, Nachteil ist natürlich, wir müssen jetzt erstmal hinterherlatschen. Wo ist denn... Moment. Ist das dein Ernst? Der Typ hängt dort an der Wurzel fest? Ich fasse es nicht. Komm, du faules Stück. So. Da drüben ist... Ja, das ist Treles, genau. Da ist es ja gar nicht mehr weit. Und dann können wir mal schauen, was wir noch für die Orks alles zu erledigen haben hier. Wir konnten ja schon nach Treles rein, also dürfte es gar nicht mehr viel sein. Was heißt nach Treles rein? Ich meine, wir konnten schon zu Wak rein in den Kriegsrat. Also dürfte es nicht mehr allzu viel sein. Und für Wak selber ist ja nur angefallen, dass wir Nemora freiräumen sollen. Und das ist ja keine Aufgabe für Treles direkt, sondern das ist ja mehr eine gesamtorkische Aufgabe. Werden wir aber auch noch tun. Ja. Du elendes Drecksvieh! Werden wir aber auch noch tun, weil wir natürlich gern in die Burg rein wollen bei Faring. Und zwar in die innere Burg. Es gibt nämlich zwei Hindernisse in Faring. Alter, dieser Kerl, der macht mich wahnsinnig hier. Wo ist denn der? So. Tyler, du blöder Hund, wo bist denn du schon wieder? Komm! Meine Güte! So, und jetzt ist am Ende der andere weg hier, das sehe ich schon kommen. Komm! Wo ist er denn? Scheiße. Ah, ja, von, okay. So, alle wieder beisammen? Wunderbar. Wenn man einmal nicht auf den aufpasst, dann ist er sofort weg. So. Wo ist er denn jetzt? Hier drüben, okay. So, finde ich gut, dass die Blutfliege auf den anderen losgegangen ist. So, die geht natürlich auf mich los, aber... Ja, ich auch. Wir sind mittlerweile so stark, dass wir die einfach so weghauen können. Da ist das nicht mehr so, dass... Ich werde hier warten, bis du mir den Befehl zum Angriff gibst. Problem. Mach aber nicht mehr so lange, klar? Na klar doch. Wir greifen Treles übrigens nicht an, mein Freund. So, Tyler, du... Nee, wir lassen den mal in der Gruppe. Von weitem hat die Burg nicht so groß ausgesehen. Oh. So. Wir... Moment, können wir noch irgendwas? Nee, wir können nichts mit dem. Hätte sein können, dass wir den hier auch postieren können. So, mit ihm in der Gruppe werden wir jetzt mal den guten Freund hier drüben umhauen. So, und weil er in unserer Gruppe ist, der Tyler, muss er mitkämpfen mit uns. So. Find ich gut. Find ich klasse. Rebellen unter sich bekämpfen sich bis aufs Blut. Und nun der Todesstich. Findest du okay, ne, Tyler? Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein! Wir beobachten dich. Was ein Vollspaten. Dein Kumpel Finlay ist tot. Tja, was soll ich sagen? Passiert doch in unserem Job schon mal. Das ist geil. Das finde ich gut, das finde ich klasse. So, nee, Quatsch will ich doch gar nicht, Mensch. Du sollst eigentlich nur das Zeug einsammeln hier drumrum. So, das her. Und den Zweihänder her. So, mein Freund. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ja, bei Belia finde ich dich. Oh, hey, oh, du wagst es mich auch. So, ist jetzt ein bisschen rucklig gerade, aber hey, da müssen wir durch.
Es werden wieder bessere Zeiten kommen. Mensch, die halten ganz schön viel aus, muss ich sagen. So. Und auch du musst sterben. So, haben wir die beiden schon mal weg. Dann wird es später einfacher. Okay, und damit ab nach Treles. Können wir gleich mal bei Gon vorbeischauen, ob bei dem noch irgendwas zu erledigen war. Ich nehme aber mal eher an, dass da nichts mehr war, so wirklich. Oder, Gorny Boy. Taurus meine ich natürlich, Entschuldigung, der andere Dunkle. Nein, es gibt nichts mehr bei Taurus. So, dann schauen wir mal. Der Paladin Konrad will auch seine Magie zurück, die wird er auch nicht zurückkriegen. Plündere Burg Treles, plündere die Höfe, was? Okay. Wack braucht 50.000 Goldmünzen für die Assassinen. Stimmt, da war was. Scheiße. Stimmt, das habe ich alles ausgegeben. Verdammt. Okay, aber wir werden wieder rankommen an das Gold. Wir werden das schon irgendwie zusammenkriegen wieder. So, ansonsten... Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir hatten doch jetzt zwei heilige Gegenstände, ne? Stärkering, Ring der Magie... Kamax Artefakt. Was war denn der heilige Gegenstand, den wir noch mitge... Ach, die Krone, natürlich. Krone und Robe haben wir schon, genau. So. Heilkrieger. So, okay. Speer, Orktrommel. Wir können eigentlich mal... Womit denn? Ach, verdammt, wir haben keine Schläge. Das ist schade. Aber macht auch nichts. So, können wir eigentlich bei dem Typen hier irgendwas bei Kabir besprechen? Nee. Zeig mir deine Ware. Aber wir gucken mal kurz, was er so hat. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Natürlich, das ist auch recht so. Okay, brauchen wir irgendwas? Kopfjäger, Armbrust, die haben wir glaube ich sowieso, deswegen brauchen wir die jetzt nicht nochmal kaufen. Aber ein Krummschwert, hey! 12.000, leck mich doch, so viel. Ernsthaft. So, ich will mal kurz gucken, wir haben ja hier ein Krummschwert. So, Wenzels Schwert 80, Krummschwert 95, genau. Dann kaufen wir das auch noch. Zeig mir deine Ware. Und dann können wir mit zwei Krummschwertern kämpfen. Das ist gut, das finde ich gut, das gefällt mir. So, zack, her damit. Und den anderen Mist verkaufen wir dann mal. Dann brauchen wir auch das Assassinenschwert eigentlich nicht mehr. Ja, komm, weg damit. Ja, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr davon. Die Pfeile sparen wir uns auch ein. Ach nee, Sklaventod haben wir noch. Den lasse ich mal da. So, die weg. Die ganze Ork-Ausrüstung kommt weg, natürlich. Und hier drüben... Wow! Die Assassinenrüstung ist 10.000 wert, okay. Ring der Magie, ja, weg, weg, weg. Alles weg. Die ganze Sache verkaufe ich auch hier. Das wollte ich ja da lassen, weil ich das mal demonstrieren wollte irgendwann. Mal gucken, wann es mal dazu kommt. Oder ob ich das wieder komplett vergesse. Kann auch sein. So, was haben wir noch? Wein. Na gut, dafür kriegen wir nichts so wirklich hier, ne? Das ist alles... Dafür kriegen wir zumindest, ich weiß nicht, nein, wir lassen den Schnaps mal da, falls wir den für irgendwelche Rezepte brauchen. Das kann durchaus sein. So, Mana-Trank. Könnte man eigentlich auch ein paar verkaufen. Na kommt, ich verkaufe mal ein paar davon. So, dass wir noch dann vielleicht 5 haben. Mehr brauchen wir auch nicht. So, 5. Dann haben wir zumindest 5.000 zusammengekriegt und müssen halt den Rest so noch drauflegen. Was soll's? Oder haben wir hier noch was? Verkaufen wir das ja auch noch mit. Kommt. Mal wieder den ganzen Mist. Ja, Schwefel lasse ich mal wieder. Ring, Löwenfell, das habe ich ja als Souvenir dabei. Die Pfeife, ja, für die gibt es sowieso nichts. Okay, die schwarzen Rohbare brauchen wir auch nicht eigentlich verkaufen. So, passt so. 9 Erzrohlinge haben wir. Ich glaube, 10 sind es ja insgesamt, ne? So, nochmal ausgleichen. Zack, tauschen. Und damit haben wir nun ein zweites Krummschwert. Ist das nicht schön? So, das sieht doch gleich ein ganzes Stück cooler aus hier. Wir müssen es bloß nach Schleifen gehen, das dürfen wir nicht vergessen. Haben wir denn hier einen Schleifstein irgendwo? Wir müssen auch mal nach den Mühlsteinen mit Ausschau halten. Denn dafür gibt es ja immer noch ein bisschen Stärke. So, bei Wack nichts mehr, okay. Gut, dann haben wir eigentlich in Treles auch nichts mehr weiter zu erledigen. Die Höfe können wir später mal plündern, würde ich sagen. Meine Güte, das ruckelt da gerade wieder.
Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Ja, weiß ich. Vom Lüfter kommen unsere Probleme, weil das scheiße ist. Boah, komm schon! Lauf flüssig! So, Milok, noch irgendwas? Ich brauche Waffen, bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Nein, das wollen wir alles nicht. So. Gut, dann gucken wir mal. Treles war jetzt soweit frei gemacht. Oh, in Geldern haben wir noch einiges zu erledigen. Bringen Nemrok des Artefaktes so in im Norden. Geheimnis des Assassinenhändlers Myrso. Grok will die Feuerkelche, 7 alten Ringe der Alchemisten. Ach du Scheiße. Finde den Druiden, Suchtrupp der Orks. Finde den Helm des ersten Paladins, Goldteller für Laris. Mobilisiere die Menschen in Geldern für Toms Druiden irgendwas. Dröte den Druiden, ja, töte den Druiden Ton. Gut, nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Das können wir später auch mal irgendwann machen. Auf der Suche nach dem perfekten Schiff können wir jetzt aber abschließen. Töte den entlaufenen Sklaven aus Silden. Den haben wir nicht gefunden, wenn ich mich nicht irre. Versorge den Sträfling mit Waffen. Gut, dann auf nach Silden. So, wo haben wir es? Silden ist hier der Bogen. Dann hin mit uns nach Silden und dann schließen wir dort auch noch den Rest ein bisschen ab. So, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Restabfertigung hier, bevor wir dann nach sondern nach Gotha gehen. So, wir müssen uns bloß mal orientieren. Da ist der Ausgang, okay. So, wir mussten, was hatten wir jetzt offen? Ich hab's schon wieder vergessen. Das perfekte Schiff, genau, da müssen wir hier drüben hin. Und vorher kommt, wir geben dem einfach mal seine Waffenbündel, ist doch okay. Wir haben doch, glaube ich, mehr als genug davon. Oder, nee, mach ich nicht, weil wir ja, glaube ich, einen Quest hatten, wo wir 20 Waffenbündel oder so abgeben mussten. Da wäre das natürlich ein bisschen doof jetzt, ne? So, jetzt müssen wir bloß mal den blöden See finden, das ist natürlich auch so eine Sache. Kommen wir hier drüber? Ja, wunderbar. So, hier ist der See, jetzt müssen wir bloß noch Hutlot finden. Der wird aber nicht hier sein, nehme ich an, sondern der war, glaube ich, weiter drüben. So, irgendwo dort am Steg, wenn ich mich nicht irre zumindest. So, hier drüben, das war der Fischer, glaube ich. Hutlot war eher hier irgendwo und hat rumgesägt die ganze Zeit. Oder rumgehämmert oder irgendwas. Ja, hier ist er doch, genau, rumgehämmert an seinem Schiff. Hutlot. Ach nee, der gibt uns das ja. Stimmt, Sibonarat hat uns ja den Plan noch gar nicht gegeben, sondern wir sollen ja erst die Fälle für ihn finden. Das heißt, wir sind völlig umsonst hier. Gut, weiter. Nächstes Dorf. Monterra. Jorik braucht alte Waffen. Das war, glaube ich, die Aufgabe, wo wir wirklich viel holen mussten hier. Steinwurzeln für den Druiden Porgan. Finde ich interessant, dass das für Monterra dasteht. Gut, dann gehen wir mal kurz dahin und schauen mal, ob wir schon genug alte Waffen haben. Achso, wir können sie eigentlich auch so schon schauen. Da brauchen wir nicht erst hinmachen. Genau, 20 Waffenbündel. Schauen wir gleich mal, ob wir so viele haben. Hier unten die Truhe des Alchemisten, der dicke Alchemist in Kapdun. Das können wir eigentlich jetzt auch machen, wir können die ja jetzt öffnen. Lampenöl für Adea, das ist in Verbindung mit der Aufgabe. Gut, dann steuern wir eher Kapdun an, insofern wir jetzt nicht schon genug Waffenbündel haben. Schauen wir mal. Ne, wir haben 17, okay, dann nach Kapdun. Geht klar. Kapdun. Wo ist denn das Bildchen dazu? Ich finde es gleich gar nicht. Dann müssen wir mal so durchgucken. Okara, Redok, Bakarisch, Silden, Monterra. Haben wir überhaupt eine für Kapdun? Doch, sollten wir haben, oder? Für Kapdun? Adea, Bakarisch? Doch, hier, ach, das ist der Leuchtturm, okay. Ich habe den Leuchtturm nicht erkannt. Also, ich wusste, dass ein Leuchtturm drauf ist, aber ich wollte ihn gerade einfach nicht erkennen. Na gut, dann auf nach Kapdun. Hier waren wir ja auch schon ewig nicht mehr. Ist ja schon, das ist wirklich schon lange her. So. Zeig mir deine Ware. Gibt's bei dem eigentlich irgendwas Interessantes? Nee, der hat wirklich nur Scheiß. Gut. Harik, mein Freund, bist du zufrieden mit deinem Leben? Nicht so, ist aber schade. So, bei Esiel gibt's da noch was? Gehörst du auch zum Wüstenvolk der Assassinen? Ja, ich bin ein Assassine und eines Tages werde ich in die Wüste zurückkehren.
Die Küste von Mittelland ist mir einfach zu kalt und unbeständig. Ich brauche den heißen Sand unter den Füßen und die brennende Sonne auf meiner Haut. Kann ich verstehen, mein Freund. So, ansonsten gibt's bei dem aber auch nichts, was wir jetzt klären könnten. Gut, dann sind wir jetzt mal so toll und öffnen diese Truhe, denn wir können es ja jetzt. Ah nee, scheiße. Wir haben wieder Dietriche? Wo haben wir jetzt wieder Dietriche her? Flammenwelle? Aha. Scavenger Eye, ist klar, Scavenger Eye. Okay, damit haben wir jetzt Diebeskunst plus 1 gekriegt, das ist schön. Da können wir eigentlich mal bei dem Dieb vorbeigehen. Na, ist ja alles fit. Interessiert dich nicht, ne? So, hatten wir mit Buffout alles geklärt? Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Das ist aber schön. So, wir müssen dann auch noch demnächst irgendwann mal die Rebellenlager freiräumen. Mache ich jetzt allerdings noch nicht, weil wir noch nach Vengard reinkommen irgendwann mal. So, Ukras. Zeig mir deine Ware. Was gibt's bei dir Interessantes? Nur Mist. Was soll ich mit Dingens klingen? Ich kaufe die Bolzen mal, aber ansonsten nix. Nee, was soll ich mit den Ork-Klingen? Die kann ich doch gar nicht benutzen. Beziehungsweise ich kann sie schon benutzen, aber die sind total ineffektiv. Ach komm, 120. Die bezahlen wir einfach mal so. Fange ich gleich an zu gehen. So, Deckard. Auch nichts mehr. Nee, wir waren mit Cyrus hier. Wo ist denn Cyrus hin? Den hatten wir doch eigentlich zurückgeschickt. Der ist nie angekommen, oder was? Na gut, was soll's. Servuk. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Nee, Quatsch, will ich ja eigentlich gar nicht. Feilschen, Rausreden, schwerer Taschendiebstahl. Nee, will ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Dietriche kaufen, deswegen bin ich gerade zu Servuk hin. Aber wenn er keine hat, dann hat sich das natürlich auch erledigt. Offenbar müssen wir auch nicht nochmal mit ihm reden wegen der Truhe. Gut, dann können wir eigentlich mal nach Ortega Ausschau halten. Wieder mal. Habe ich ja schon mal gemacht. Allerdings brauchen wir die wilden Tiere jetzt nicht mehr zu fürchten in der Gegend und kommen deswegen vielleicht ein bisschen besser voran. So, mit Silas gibt's auch nichts. Gab's noch nie was. Hinten ist nichts mehr. Wir können ja Jens nochmal unterwegs auf die Fresse hauen und seinen Bogen einkassieren. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ne, Jens? Ach nee, du hast gar keinen mehr. Stimmt ja, der kriegt ja keine neuen.